Hey Leute, ich bin's Phil und heute gibt's mal wieder ein weiteres Battle gegen den Dustin. Hallo. Heute kommt mal wieder ein altes Format. Ich denke mal, das müssten die meisten von euch kennen. Und zwar ist es hier mein Haus. Das ist jetzt in dem Fall ein Donut, wie man sehen kann. Das sieht nice aus. Dustins Haus ist exakt, also 1:1 hier auch nochmal. Und wir bauen Fallen in das Haus rein und wir müssen dann gegenseitig bei uns einbrechen. Also ich breche in seins ein, in meins. Und am Ende müssen wir einen Aktenkoffer verstecken. Wer den als erstes gefunden hat im anderen Haus, hat gewonnen. Das war das Prinzip. Und ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Dustin, bist du ready? Ich bin ready, ich stehe schon vor okay, meinem Haus. Ich bin auch in meinem Haus drin. Okay, perfekt. Ja. Dann lass uns einfach mal anfangen. Wir können anfangen. Leute, das haben wir schon so lange nicht mehr gemacht. Wir haben hier halt Fallen-Items auch am Start, dass wir halt das ein bisschen sicherer machen können. Und ich habe auch schon eine Idee. Erstmal, ja, ich habe auch schon eine grobe Idee, aber ich weiß halt nicht, wie ich sie umsetzen soll. Okay. Moment. So. Ich glaube, ich mache hier einfach mal Schlüsselkartenleser hin. Genau, das gibt verschiedene Sicherheitsstufen und wir verstecken so gesehen immer die Karten dann dafür, die wir brauchen, um die Tür zu öffnen. Und so gleich. Oh, Dustin hat da vorne auch schon elektrische Eisenzäune, sehe ich gerade, okay. Ja, natürlich, muss sein, muss sein. Muss sein. So, jetzt gucke ich mal, ob das Ganze auch funktioniert. Die Frage ist jetzt, wie mache ich das? So, Schlüsselkarten Nummer 5. Okay, passt, perfekt. Bei mir funktioniert das schon mal. Okay. Ja, ich mache gerade was anderes bisher. Dustin kann mich gerade übrigens nicht hören. Hier kommt meine erste Kiste hin. Einfach so mache ich hier dann den Level 1 Schlüsselkartenleser rein. Und das ist hier ein kleiner Dropper, so gesehen. Also von außen kann er das nicht öffnen. Hier habe ich einfach einen Jump'n'Run hinter das Haus gebaut. Dann muss er hier hoch, so durch das kleine Jump'n'Run. Das geht natürlich so noch nicht. Da baue ich am besten eine Leiter dran, sodass er hier hoch kann. Genau, dann muss er da hochlaufen. Und der Block oder der Sprung ist auf jeden Fall möglich, indem man hier ganz abspringt. Genau, man hat es gesehen und dann ist man hier im Wasser. Und somit kann er dann schon mal ins Haus rein durch die Schlüsselkarte 1. Auch schon mal zu Anfang, falls ihr mehr von sowas sehen wollt, von diesem Projekt, lasst gerne mal eine positive Bewertung da. Auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Was ich jetzt mache, so ich teile die Räume mal so ein bisschen auf, mache hier auf jeden Fall auch eine Tür rein, so ich würde sagen. Und hier brauche ich dann den Schlüsselkartenleser Nummer 2, also ich stelle die Stufe jetzt auf 2 ein, verstecke hier irgendwo mal eine Truhe. Wenn man hier zum Beispiel eine Schlüsselkarte reinmachen könnte, das wäre auch krass. Ich glaube mal, das geht leider natürlich nicht. Ich bin jetzt eigentlich so gut wie fertig. Ich zeige euch jetzt nochmal den Eingang. Also hier braucht man die Level 1 Schlüsselkarte dafür. Die findet man natürlich hier in dem Dropper. Dann geht's weiter. Dafür braucht man die zweite. Dazu muss man erstmal in diesen Raum, wo ganz viele Banner versteckt sind. Und hier oben ist eine Schalker-Kiste. Die kann man von unten erreichen. Und da ist die Level 2 Schlüsselkarte drin. Für die Level 3 Schlüsselkarte muss man dann halt in diesen Raum. So, hier sind erstmal ganz viele Kisten, da ist überall nichts drin. Der Raum geht bis nach vorne, da ist alles abgesperrt. Und hier unten, so hier gibt es noch ein Wasserloch. Da ist erstens eine Kiste, da ist die Level 3 Schlüsselkarte drin. Und hier ist ein Code, den braucht er noch später. 3355 kann er sich halt merken. Und mit der Level 3 Schlüsselkarte muss er dann wieder zurück in diesen Raum, da vorne. Und hier kann er dann, so wenn er erstmal hier reingekommen ist, einfach hier hochlaufen. So, auf die Leiter. Und hier oben ist dann eine Lücke mit einer passwortgesicherten Truhe. 3355 ist der Code. Und da hat er halt eben den Aktenkoffer. Wenn er den als erstes findet, hat er gewonnen. Ich bin gespannt. Ich habe eigentlich nicht so viel gebaut. Aber mal schauen, was das denn so bei sich alles vorbereitet hat. Ich gehe jetzt erstmal wieder in den Game Mode 1. Das war es jetzt erstmal so dazu. Ich werde jetzt gleich auch bei Dustin einbrechen und dann schauen wir mal weiter. Wir sind jetzt beide ready. Dustin wird bei mir einbrechen, ich bei ihm. Und das bist du ready? Also ich bin ready, von mir aus können wir jetzt okay, anfangen. Okay, let's go. Wer als erstes den Aktenkoffer findet, das ist natürlich Alter. Ich komme nicht mal bei dir rein. Was machst du? Okay, nee, warte. Noch, ja, ich bei dir auch nicht. Ah doch, hier oben sind Kisten. Was? So. Ah, eine Leiter. Perfekt. Kann ich nicht öffnen? Manche kann man nicht öffnen, ne? Ist ja klar. Ja, ist mir klar. No. Noch ein Pfeil. Hey, warte mal, was baust du hier schon wieder? So, oder was habe ich hier gebaut? Oh, okay. So, da bin ich zum Glück gerade nicht gestorben. Was haben die Pfeile auf sich? Irgendwas? Nein. Was? Hä, was wow, hast du denn? First try geschafft. Nein! Dustin, was machst du denn? Was machst du denn? So, 2, 3. Aber ich komme hier nicht raus, Phil. Oh, und die 1. Ja, du musst dich umbringen. Ach so, okay. Ja.
So. Hättest du dazu sagen sollen? Ja, sorry, so, ja, das habe ich vergessen dran zu schreiben. Stimmt, als Schild. Okay, ich brauche eine Level 2er Keycard. Oh Gott. So. Was ich brauche, ich habe keine Ahnung. Wie viele Schilder sind hier? Und dann auch noch in Grau, in Braun, oh mein Gott. So, ja, das sind, da bist du schon drin. Ja. Die Folge gibt es natürlich auch auf seinem Kanal zu sehen. So, und das ist echt eine gute Idee. Eine Holzschaufel habe ich jetzt bekommen. Was? Ja. Nice. Wofür brauche ich die Holzschaufel? Da steht aber nichts drauf. Ja. Ich bin hier immer noch in diesem Raum mit den 1000 Schildern. Oh Gott, okay. Deswegen auch die Pfeile. Sodass ich schön nicht verschieße. Zum Glück First Try. Ja, ich habe mir gedacht, extra mal 3 reintun, ja, bevor Phil veraimt, aber daran hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht, dass du so schlecht schießt. Okay, so, warte. Das ist nett. Ich muss jetzt erstmal gucken. Ey, ist schon wieder so verwirrend hier. Ja, wo ist da das Versteck? Oder gibt's da überhaupt eins, ne? Ja. Also, eigentlich müsste es eins geben, aber ich gucke nochmal im ersten Raum. Vielleicht bin ich da einfach ganz easy vorbeigerusht. Okay. Also bei der Holzschaufel. Moment mal, da ist ein Gras. Das hat aber nichts zu bedeuten. Soll ich hier mal irgendwie das abbauen oder so? Nee, also das bringt nichts. Wenn du Sand findest, musst du den Sand abbauen. Achso, Sand? Ja. Okay. Sand, da war ich noch. Okay, ich hätte jetzt draußen geschaut. Ich weiß nicht, ob auch draußen irgendwas ist. Moment mal, also hier komme ich nicht rein, da brauche ich die 3er dafür, die 2er. Ich habe doch alle Kisten schon, glaube ich, sonst abgesucht. Ich kann mir auch richtig gut vorstellen, wie du das gebaut hast. Einfach Rechtsklick ist. das kann gut sein. Vielleicht. Ah, was? Hier ist Sand, ja klar. Oh mein Gott, jetzt habe ich es erst gesehen. So, hier. Immerhin bist du schon mal weiter als ich. Ich bin immer noch in diesem verkackten Raum. Ja, aber das ist ziemlich viel Sand, das denn. Aber eine gute Idee. Ja, guck, ich muss jetzt auch mal die Zeit ausnutzen. Guck mal, ich bin immer noch in dem Raum. Ja, okay, aber dafür ist vielleicht schon fast das Ende. Man weiß ja nicht. Was, wie viel Sand ist hier? Moment, ich baue mich eher nach unten. Ich glaube, am untersten Punkt ist immer mehr versteckt. Da geht's zum Beispiel weiter. Hier ist ein Gang. Da ist ein Gang. Alter, ich finde hier echt nichts. Ich sehe vor lauter Schildern. Vor lauter Schildern nichts. Oh ja, nein, genau. Die Holzschaufel ist sogar schon kaputt gegangen, ne? Also, leider habe ich es nicht direkt gefunden, deine Kiste oder was da versteckt ist. Dann musst du mit Hand weiterbauen. Ja. Also, ich habe sogar 2 Holzschaufeln in den Dispenser reingemacht. Oh, okay, ich habe eine bekommen. Aber das macht nichts. So, ich habe jetzt schon 64 Sand. Alter, was? Irgendwo findest du da die Kiste. Ja, oder in genauso Troll. Wie ich irgendwoher die Kiste auch finden werde. Ich weiß nur nicht wann und wo. Ich komme immer noch nicht weiter. Ich weiß nicht, ob ich eher nach einem versteckten Raum oder so suchen soll oder nach. Also, die Kiste ist schon in dem Raum, wo du gerade suchst. Kann ich dir als Tipp geben. Okay, dann sollte es ja nicht so schwer sein. Ja, der Raum ist ja nicht groß, ne? Ja, eben, aber weil du so verwirrt wirst durch die ganzen Banner hier. Oh mein Gott. Ich hätte fast hier aufgehört zu graben, ne? Weil hier Bedrock ist. Und dahinter ist die Kiste. Okay. So, krass. So, jetzt habe ich schon mal Level 2, die du vielleicht auch gleich hast. Bisschen anstrengend. Vielleicht. Was denn? Ja, ich gucke schon die ganze Zeit. Ja. So, jetzt ist das hier die Level 1, 2. Die 2er gehört dann... Das ist die... Nee, 3er. Das ist die Tür. Was haben wir hier? Ich gebe dir einen Tipp, Dustin. Es ist nicht am Boden. Ja, da gucke ich auch schon die ganze Zeit nicht hin. Okay. Boden habe ich schon abgeschlossen. Hinweis, sag ich nichts. Mal so. Was für nichts, ein Hinweis. So, okay, den Tipp nehme ich jetzt zurück. Nein, so, nee, kann ich ja leider nicht mehr. Alter, krass. Jetzt geht's hier durch. Moment mal, nicht, dass hier irgendwie nochmal was ist. So, weißt du läufst bei mir durch. Er baut hier schon wieder so komische Sachen, ey. Also, es ist eigentlich fast an der Decke, glaube ich, kann ich sagen. Irgendwo. So, kann ich dir jetzt Tipp geben? Oh mein Gott! Hast du was? Ja. Was? So eine komische Schalker-Box. Oh, okay. So, was ist hier versteckt? Das oh Haus Gott, erkennt man fast gar nicht wieder. Das ist gut versteckt, ne? Das ist richtig ein gutes gut. Versteck. Oh mein Gott, weil alles so braun war, habe ich es nicht gefunden die ganze Zeit. So Scheiße. Gut. Okay, jetzt gucken wir mal, hier sind Kisten. Okay, hier ist aber nicht Level 4. Drin. Oh je, oh je.
So, ja. Oh, den Code habe ich auch direkt gefunden. 3355. Oh, ich muss mich umbringen, ne? Hier bin ich irgendwie reingeflogen, wo ich nicht raus kann. So. 3355. Oh, oha, du hast einen Code. Ja. Krass. Weißt du noch nicht, was ich damit anfangen kann? So. Das ist die Level 4. Oh, hier geht's runter. Ja. Das sind, okay, was ist Level 3er Keycard. Nice. Die 3er hast du jetzt auch schon? 3er habe ich schon gefunden. Okay, jetzt auch mit dem Code, ne? War die versteckt? Ja. So, okay. Jetzt muss ich durch den Raum da durch. Das kann sogar knapp werden, Leute. Ich weiß nicht, was da jetzt alles noch kommt. Aber... So, dann gehen wir mal hier durch. So, hier. Die 3er. Ne, das ist die 4er. Ich habe den Aktenkoffer, Dustin. Nein! Nice. Schade. Aber ich schau dir jetzt noch zu. Nice. So, 3355 und ich habe auch den Akten. Oha, wie knapp das Battle diesmal war. Diesmal war es richtig knapp. Ohne Krass. Witz. Oha, das war, glaube ich, noch nie so knapp. Falls ihr mehr von solchen Battles sehen wollt, lasst gerne mal eine positive Bewertung da, auch ein Abo, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ihr könnt natürlich noch gerne bei dem Dustin vorbeischauen, unten verlinkt, sowie Instagram, Snapchat und so weiter. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Haut rein und ciao. Tschüss.